Hey, wie ihr bereits im Titel erkennen konntet, geht es diesmal endlich wieder um die G-Klasse. Es geht diesmal nicht ums Schrauben an der G-Klasse, ums Schweißen und so weiter, sondern um meine persönlichen Erfahrungen damit, wieso ich mir die G-Klasse gekauft habe, ob ich das bereue, ob ich das in Zukunft nochmal genauso machen würde, was ich daraus gelernt habe, und daran will ich euch mit teilhaben. Für Interessierte, die sich jetzt hier so eine G-Klasse kaufen wollen, in dem Fall ist es ja jetzt hier ein W460 von 1979 und das ist natürlich auch anwendbar auf dem W461, W463, W464 wahrscheinlich nicht, obwohl ob der Rost in Zukunft kommen wird, man weiß es nicht so genau. Ne? Ich habe in letzter Zeit immer wieder die gleichen Fragen von Neulingen gehört in Bezug auf die G-Klasse bzw. das G-Modell, wo die Karren rosten, worauf man achten muss beim Kauf und wovon man besser die Finger weglassen sollte und so weiter. Und das will ich euch diesmal ein bisschen aufdröseln, weil ich habe ja inzwischen das beste Beispiel hier, was man sich nicht kaufen sollte bezüglich Karosserie und Rost. Innenausstattung geht so, aber Technik ist noch in Ordnung. Aber als allererstes nenne ich euch die Grundvoraussetzungen, die ihr erfüllen solltet, bevor ihr euch eine G-Klasse holt. Erstens, entweder ihr habt ganz gut Geld gespart, ihr könnt gut schrauben und ihr habt Platz, dann ist das kein Problem. Oder wenn ihr nicht so gut schrauben könnt oder weniger Platz habt, sollt ihr umso mehr Geld haben für Werkstätten. Dritte Möglichkeit, die Voraussetzungen zu erfüllen, um sich eine G-Klasse zu holen, wenn man nicht schrauben kann und keinen Platz hat, ist, sich eine komplett gut restaurierte G-Klasse zu holen und die auch immer regelmäßig in der Werkstatt zum Service bringt. Dann sollte das eigentlich auch kein Problem sein. Und dann sollte man einfach nur noch wissen, welches Modell man selber haben will. Lang, kurz, Cabrio oder W460, W461, W463. W464 kann man sich auch holen. Gut. Übrigens, sorry dafür, dass das Bild ab und zu ein bisschen mehr wackelt. Ich halte hier gerade über 2 Kilo Kamera in meiner Hand und das geht schon ja ordentlich in die Schultern. Dafür auf jeden Fall erstmal eine Entschuldigung. So, langsam ist gut mit dem Gelaber. Ich zeige euch jetzt endlich mal die Stellen, auf die ihr achten solltet bei der Karosserie. Die allerhäufigste Stelle, die ihr finden werdet, ist hier ein undichter Scheibenrahmen. Der ist in dem Fall hier schon repariert. Da sind meistens hier Durchrostungen drin, am Rand, in der Mitte, überall. Man erkennt das erstens dadurch, dass entweder im Innenraum Wasser steht oder dass da Wasser runterläuft, dass hier Rosttropfen auf der Innenseite sind oder auch, dass hier an der äußeren Kante am Gummi leichte Rostblasen sind. Das müssen keine starken Rostblasen sein. Wenn hier schon leichte Rostblasen sind, kann es hier drunter echt stark verrostet sein. Ich zeige euch mal ein Bild, wie es bei mir aussah und ich hatte nur leichte Rostblasen an der Außenseite. Hier an der Beifahrerspritzwand sowie an der Fahrerspritzwand hatte ich extremen Rost. Hier war erstens dieses Blech durchgerostet, hier war das Blech durchgerostet, hier dieses Blech war komplett durchgerostet, hier dieser Träger war noch teilweise vorhanden, dieser Aufnahmepunkt von der Karosserie zum Rahmen war komplett weggerostet, wurde schon mehrfach geflickt. Außerdem wurde hier diese ganze Fläche auch schon zweimal repariert mit zwei Blechen und war mit Scheibenkleber versucht dicht zu halten und war aber trotzdem undicht. Und durch die Undichtigkeiten an der Spritzwand und oben am Scheibenrahmen gab es natürlich Wassereintritt. Dadurch stand dann über Jahre immer wieder Wasser hier im Innenraum. Das hat natürlich zu Rost geführt von der Innenseite her. Dieses ganze Blech musste ich austauschen, also das könnt ihr auch nochmal überprüfen, indem ihr hier die Fußmatte dann abnehmt und hier mal drunter guckt, ob es hier feucht ist, ob es hier nass ist. Dann könnt ihr auch nochmal hier an der Stelle nachsehen, ob hier etwas rostet, ob hier Wasser durchkommt. Dann kommt noch gerne durch undichte Scheibenwischerachsen an der und an der Stelle, der Fokus sitzt nicht, Moment, kommt noch gerne Wasser durch. Das ist kein größeres Problem, wenn das nicht zu lange geschieht. Das kann man günstig reparieren. Ein paar Zentimeter ist schon die nächste Stelle an der Karosserie, und zwar an den Türen, die Türscharniere. Die rosten gerne bei schlechter Wartung, wenn die wenig geölt oder gefettet werden, und dann sind die halt defekt, muss man austauschen bzw. reparieren. Das kann einige Euros kosten. In meinem Fall habe ich hier diese ganzen Scharniere übrigens wieder repariert. Ich bin noch nicht ganz fertig damit, ist einiges an Arbeit, würde ich euch nicht zu raten, wenn es nicht sein muss. Also falls ihr komplett defekte Scharniere habt, Finger weg. Der nächste Punkt ist wieder nur ein paar Zentimeter entfernt, und zwar die Türunterkante. Diese Türunterkante ist hier an dieser Stelle gerne mal verrostet. Da sollte man mal gucken, ob da Blasen sind. Wenn da Blasen sind, ist das Blech höchstwahrscheinlich defekt. Das kann man nicht mit Sicherheit sagen, aber man kann davon ausgehen. Der nächste Punkt ist wieder nur ein paar Millimeter entfernt. Wie die Außenkante der Tür, so ist auch die Innenkante der Tür zu beachten. Hier unten die Ablauflöcher an der Stelle und hier diese Unterkante, die rosten auch gerne. An jeder Türe würde ich das kontrollieren, ob das noch in Ordnung ist.
Jo. Und normalerweise sieht man hier jetzt nicht so gut, befindet sich hier an dieser Stelle eine Gummileiste mit Stahlkern drin. Inzwischen gibt es nur noch die Schwellerleisten vom W463 mit Kunststoffkern. Damit wäre das Problem dann in Zukunft wohl behoben. Das nächste Problem haben wir aber wieder hier drunter. Das können wir hier leider nicht sehen, weil der Vorbesitzer hier so Flicken drüber geschweißt hat. Hier sind diese Einklipslöcher von dieser Außenschwellerleiste. An den Stellen rostet der G auch sehr gerne. Also einmal gucken, ob es da drunter rostig ist und so weiter. Höchstwahrscheinlich ist das verrostet. Ein weiterer potenzieller Rostherd ist hier an dieser Stelle, wo der hintere äußere Schweller vom vorderen äußeren Schweller überlappt wird. Hier an dieser Stelle, der ist hier schon abgesägt. Hier rostet der gerne, wo es überlappt. Und hier sind dann meistens so Flicken rausgeschnitten, beigeschweißt, kann man machen. Dann kommen wir schon ans Heck, und zwar hier, wo die Fensterscheiben eingelassen sind, an den beiden Heckscheiben und an der Hecktüre bzw. den Hecktüren, je nachdem, was für ein Modell man hat, rostet es genauso wie am Windschutzscheibenrahmen. Also ganz gleiches Problem. Hier auch wieder mal die Gummis hier hochheben. Das Gummi geht genau bis hierhin. Einfach mal drunter schauen und ja, das wäre wiederum ein weiterer Rostherd, der übrigens bereits schon bei 2017er Modellen heute am Rosten ist. Hier ist der nächste Rostherd. Das hier ist der äußere Kotflügel hinten. Das an beiden Seiten natürlich wieder der Fall. Hier rostet es gerne an dieser Innenkante, am Innenradlauf. Und hier an diesen ganzen Stellen, wo der äußere Kotflügel mit dem Inneren von der Karosserie verbunden ist und Spritzwasser dran kommt. Es gibt hierfür Rathausschalen aus Kunststoff. Die helfen ein bisschen. Davon muss man sich trotzdem keine Wunder versprechen. Hier hinten die, ja gut, da ist ein Vogelnest drin, wie man sehen kann. Hier hinten an den Lampenspitzen haben wir wieder eine total typische Stelle für Rost. Hier kommt Spritzwasser dran. Hier hinten wirbelt wahrscheinlich ja, Wasser auf, wenn man fährt. Und dadurch sammelt sich da einfach das Wasser. Das ist einfach eine Fehlkonstruktion an sich. Da kann Wasser nicht richtig ablaufen. So ist das halt. Hier hinten das gleiche wieder. So ein Abschlussblech hier ist eigentlich auch sehr oft durchgerostet. Also alles, was hinten ist, wo Wasser aufgewirbelt wird, ist meist verrostet. Hier oben kann man sehen, ist auch einiges an Rost, aber nicht mal so schlimm. So, hier sieht man jetzt die Lampenspitzen von außen, dass die hier ordentlich verrostet sind. Hier wurde schon so ein Reparaturblech drüber gebrutzelt. Naja, auf jeden Fall sind diese Lampenspitzen eigentlich in der Regel hier verrostet, an dieser Stelle hier unten verrostet und hier am Blech zur Rathausinnenseite ist es meistens verrostet. Gefühlt einen Zentimeter weiter haben wir die nächste Stelle. Die haben wir bei dem eintürigen und beim zweitürigen G. Wir haben hier dieses, ja, wie soll man sagen, das ist so eine Art Türrahmen innen drin. Der ist meist verrostet. Bei mir ist er auch verrostet. Ich meine, das wundert jetzt keinen, oder? Snacks hier diese Abschluss- bzw. Ladekante. Die ist sehr oft verrostet. Könnt ihr euch auch mal ganz genau angucken. Hier ist gerne Rost an diesen Verbindungsstellen zu diesem ja, Türrahmen, wie ich bereits gesagt habe, hier und hier. Und ja, wie man hier sieht, da unten an den Ecken und hier unten an der verschweißten Stelle eigentlich auch. Dann der nächste potenzielle Rostherd ist hier hinten diese Stelle. Das nennt man Verstärkungsblech hier bei dem Mercedes G. Hier sammelt sich gerne Wasser durch ein kleines Loch, welches Spritzwasser aus dem Rathaus nach oben hindurch lässt. Dann steht das Wasser hier oben drinne und dann rostet es hier oben weg. Also hier ist auch alles durchgerostet, wie man sieht. Ich habe es an der rechten Seite. Könnte durch Pfützen kommen, aber ich habe vor ein paar Tagen es an der linken Seite auch machen müssen, bei jemand anderem. An der linken Seite habe ich hier nur so ein kleines Loch. Gut, müsst ihr mal beide Seiten kontrollieren. Hier dann wieder das gleiche Spiel wie auf der anderen Seite. Zum Rathaus hin wieder mal die Kappe verrostet. Das ist auch häufig der Fall. Und wie gesagt, diese Lampenecken hier sollte man sich mal ganz genau angucken. Hier ist ja drüber gespachtelt in meinem Fall. Aber wenn nicht drüber gespachtelt ist, sieht man es sowieso. Und wenn drüber gespachtelt ist, naja. Hier dann wieder die nächste Stelle, die gehört zum äußeren Kotflügel und zwar rostet es hier an dieser Unterkante scheinbar sehr, sehr gerne. Das ist ja an der anderen Seite auch schon repariert. Hier wurde es auch schon mehrfach repariert und was einem dann auffällt ist, na, also in meinem Fall, Überraschung, unter dem äußeren Blech befindet sich bereits ein Reparaturblech und das Originalblech der Karosserie. Also alles übereinander geschweißt und ja, sehr stabil auf jeden Fall, wie man sieht.
Hier oben an der Fensterkante wieder das gleiche Problem wie an der anderen Seite. Das hatte ich an den Hecktüren auch und an der Frontscheibe auch. Also wie gesagt, diese Fenstergummistellen sollte man alle an der unteren Kante mal anheben und kontrollieren. Oh, das habe ich jetzt fast vergessen. Hier an der Stelle rostet es scheinbar gerne durch. An der anderen Stelle auch auf der anderen Seite. Dann hier hinten an der Stelle, wo die hintere Sitzbankhalterung festgeschweißt ist. An beiden Stellen kommt scheinbar Korrosion vor. Schaut es euch einfach mal an. Das gleiche Spiel mit dem äußeren Schweller hier an der Seite wieder. Hier bin ich schon dran. Hier kann man dann in diesem Fall sehr schön sehen, wie verrostet sowas sein kann. Das war komplett überspachtelt in meinem Fall. Ich schneide hier gerade so Vierecke raus, damit ich die inneren Schweller kontrollieren kann von der Außenseite her, dass ich weiß, was ich an den inneren Schwellern komplett wegschneiden muss, wo die eh schon beschädigt sind, so dass ich die inneren Schweller dann perfekt reparieren kann. Hier können wir nochmal durchgucken. So, dann kommen wir auch schon zu den inneren Schwellern. Hier sollte man die Stellen kontrollieren, an denen diese Verstärkungen hier auslaufen. An den Stellen war bei mir oder ist bei mir an jeder Stelle ein Rostschaden, die ich hier an der Seite schon rausgesägt habe, an der Fahrerseite noch nicht. Also wie gesagt, die inneren Schweller an beiden Seiten, vor allem an den Verstärkungspunkten mal genau kontrollieren. Mal mit dem Finger, mit dem Schraubendreher, je nachdem, was der mögliche Verkäufer da einen machen lässt. Mal ein bisschen dran drücken, hören, ob das knirscht, ob man vielleicht sogar durchsticht. Dann gibt es da auf jeden Fall Probleme und da kann man natürlich mit dem Preis dann wieder ein bisschen runter, würde ich mal sagen. Ne? Jo, das war auf jeden Fall schon mal die Hauptkarosserie. Die haben wir jetzt abgeschlossen. Da habe ich aber auch noch gehört, dass wohl die Dachspitze hier vorne gerne mal rosten soll. Habe ich bei mir nicht. Keine Ahnung, habe ich Glück gehabt? Ich weiß es nicht. Ich meine, das ganze Auto kann ja eigentlich nicht rosten. Dann hätte ich es ja nicht mehr fahren können. Dann bleiben in Bezug auf Karosserie nur noch die Anbauteile, die ihr zu kontrollieren habt. Und die zeige ich euch jetzt. Hier, das sind die inneren Kotflügel. Hier hat man natürlich auch wiederum Roststellen oder potenziell. Autsch! War ein Witz. Okay. Hier an diesen inneren Kotflügeln hat man natürlich hier unten, vor allem an den Eckpunkten, also ich richte die jetzt mal richtig aus, hat man natürlich hier, wo das Spritzwasser vor allem gegenkommt oder wo sich Dreck sammeln kann, potenzielle Roststellen. Vorne an den Anschraubpunkten, wo der Innenkotflügel an die Anschraubpunkte angepunktet ist, da muss man das natürlich auch nochmal kontrollieren. Hier gibt es Blechdopplungen. Blechdopplungen sollte man sich sowieso immer wieder mal genauer angucken. Hier an den anderen Innenkotflügel haben wir wieder die gleiche Stelle, die verrostet ist. Da kommt natürlich Wasser von oben und von unten. Und ja, das scheint hier üblich zu sein, an beiden Stellen. Kommen wir schon zu den anderen Kotflügeln. Das muss ich jetzt einmal umdrehen, damit ihr die Perspektive ungefähr versteht. Hier vorne sind die Lampentöpfe und hier ist die Spritzwand, die bei mir ja auch verrostet war, die hier an den Innenkotflügeln verrostet ist und so weiter. Diese Stellen, die sind scheinbar auch immer angerostet oder verrostet. Das habe ich sogar bei neueren Kotflügeln schon gesehen. Unter der Scheuerleiste hat man natürlich auch diese Löcher, an denen die Klipse eingesteckt werden. Und da gibt es auch immer wieder Rost. Müsst ihr euch auch mal genau angucken. Hier unterhalb der Lampen vorne, wo diese Schmutzlappenfänger, was auch immer, hängen, das ist so ziemlich die berühmt-berüchtigste Stelle. Der Kotflügel bzw. der Gest, die sind ja zu 80%, sage ich mal, durchgerostet oder angerostet. Hier sieht man es, hier sind sehr gerne Löcher drin. Das ist ja butterweich, da ist nicht mehr viel Blech übrig, das ist meistens Rost. Hier außen hin hat man dann auch das gleiche wieder. Es sammelt sich hier einfach Dreck an allen Stellen, wo sich Dreck sammelt, da kann es auch rosten. Obendrauf hat man eigentlich weniger Probleme mit dem Kotflügel. Dann bleibt eigentlich nur noch die Motorhaube übrig und die rostet bei mir nicht, soll aber hier vor allem an dieser Motorhaubenspitze gerne mal rosten. Das sollt ihr auch mal kontrollieren, Motorhaube aufmachen und gucken, ob es hier rostet. Bezüglich Korrosion an der Karosserie sind wir an diesem Punkt schon mal fertig. Des Weiteren sollte man dann innerhalb der Karosserie darauf achten, dass die Ausstattung vollständig ist und dass die intakt ist, weil jedes Teil vom G, von der Innenausstattung, ist brutal teuer.
unterschätzt das nicht. Das ist wirklich sehr, sehr teuer, der Gebrauchtmarkt als auch der Neuwarenmarkt von Mercedes. Und oder wenn man sich die Teile dann original bei Mercedes kauft, ist die Qualität absolut nicht mehr vergleichbar mit der alten Originalqualität. Diese jetzige Qualität ist eher so China-Warenmäßig. Also die würde ich auf jeden Fall vermeiden. In Bezug auf Interieurvollständigkeit solltet ihr dann halt auf alle Verkleidungen innen drin achten, auf die Sitzpolster, ob die durchgesessen sind, ob die durchgescheuert sind, ob die defekt sind. Und als nächstes kommen wir zu dem Unterbau der G-Klasse. Als erstes kommen wir einfach zu den häufigsten Defekten am Leiterrahmen. Und zwar sind das hier einmal die Stoßdämpferkonsolen. Die sind im Original aus zwei Blechen hier gefertigt und da sammelt sich extrem gut der Dreck drin, aber geht nur noch sehr schwer raus. Das führt dazu, dass sich da auch Wasser staut, dass es da immer feucht ist und einfach zu Rost führt. Das hier ist übrigens schon eine Nachbaustoßdämpferkonsole. Hier diese hinteren oberen Federteller sind auch sehr häufig defekt. Hier ist normalerweise so eine Gummiauflage, die zur Karosserie einen Puffer ergibt oder was auch immer. Und hier sammelt sich auch immer sehr gerne Wasser drin. Das gleiche gilt für hier diese Stelle. Hier ist eine kleine Sicke normalerweise und hier sammelt sich perfekt das Wasser drin und ja, rostet dann einfach. Hier unten das gleiche Problem an dem Federteller. Einfach dieser gesamte Federteller ist höchstwahrscheinlich auch defekt. Wenn nicht, habt ihr Glück gehabt oder das ist schon ausgetauscht. Falls noch ein Stahltank verbaut ist, solltet ihr den auf Defekte, Leckagen und so weiter kontrollieren. Ob der Wagen nach Benzin riecht bzw. nach Diesel, wenn man ihn betankt oder wenn man kräftig durch die Kurven fährt. Wenn da Leckagen sind, dann riecht es eigentlich und dann läuft es auch vielleicht nach unten runter. Sollte man auch mal kontrollieren. So ein Tank ist nicht gerade billig, würde ich dann aber direkt gegen einen Kunststofftank austauschen. Da ist man aber dann mal locker im gebrauchten Zustand bei über 500 Euro nur für den Tank. Diese Leitungen sind natürlich dann auch defekt, ganz klar. Hier an den hinteren Stoßstangen sieht man zumindest in meinem Fall, dass hier bereits Spachtel rausquillt. Das heißt, hier sind schon komplette Löcher reingerostet in, wie viel sind das? 2 bis 3, ja 2,5 mm Materialstärke, schätze ich. Das würde ich auf jeden Fall auch nochmal kontrollieren, ob hier nur Flugrost vorhanden ist, was nicht schlimm ist, oder ob hier komplette Durchrostungen vorhanden sind. Hier dieses hinterste Rahmenrohr ist auch prädestiniert dafür, durchzurosten oder durchgerostet zu sein. In meinem Fall, oh Wunder, ist es nicht durchgerostet. Ich wundere mich echt. Hier ist scheinbar ja, bei mir nichts außer Sand. Aber in dem Fall wisst ihr ja, warum es da drin rostet. Ne? Also hier sammelt sich Dreck und Dreck bindet super Wasser. Und dann ist es dauerhaft nass und ja, dann rostet es da drin munter vor sich hin. Ja, dann könnte man natürlich noch diese ganzen Lager hier kontrollieren, ob die noch in Ordnung sind. Ich vermute mal, dass die ja nicht so wirklich in Ordnung sind, würde mich nicht wundern. Die müssen höchstwahrscheinlich mit der Zeit einfach ausgetauscht werden. Das ist halt Gummi, das ist irgendwann morsch. Hier dieses Handbremsseil auch, das ist in meinem Fall hier an dem äußeren Mantel durchgerostet. Das ist hier ein Perot-Bremsseil. Da gibt es zwei Varianten, ich meine einmal ATE oder was und einmal Perot. Und dieses Perot ist relativ günstig, da kostet ein Seil nur um die 50 Euro. Zu den Stoßdämpfern und Federn kann ich so viel sagen, entweder sie sind ganz oder nicht. Bei den Federn kann man ganz offensichtlich sehen, ob die komplett verrostet sind, ob die gebrochen sind teilweise sogar, kommt auch vor. Also das ist auch nicht die Seltenheit. Oder bei den Stoßdämpfern kann man auch mal kontrollieren, ob hier unten Öl austritt. Und wenn hier Öl austritt, dann sind die schon eine ganze Weile defekt und die müssten auch ausgetauscht werden. Hier hinten das Differential kann man natürlich auf Leckagen kontrollieren. Ansonsten könnte man hier noch diese Bremsleitungen, Kraftstoffleitungen und so weiter kontrollieren auf Korrosion. Die kann man austauschen, ist eines, glaube ich, der günstigsten Faktoren von dem ganzen Auto. Und Bremsbeläge, ne? Bremsbeläge und hier diese Leitungen sind günstig. Stoßdämpfer sind auch nicht sehr teuer und Federn halten sich auch im Rahmen. Da sind die Karosserieteile um einiges teurer. Ansonsten sollte man sich noch die drei Kardanwellen etwas genauer angucken, vor allem an den Schmiernippeln, ob die quasi ja komplett vergammelt sind und so aussehen, als ob da schon seit 20 Jahren keiner mehr abgeschmiert hätte oder ob die noch relativ frisch von der Benutzung aussehen. Das Verteilergetriebe hier sollte man dann auch mal bei einer Probefahrt komplett durchschalten. Einmal, zweimal, dreimal. Ob es im Straßenallrad oder im Geländeallrad irgendwelche komischen, lauten Geräusche macht, dann könnte hier ein Defekt vorliegen natürlich. Dann könnte man noch, und würde ich auch machen, hier diese Differentialsperren, die dann an den Knöpfen hier drin hängen, einmal
versuchen zu benutzen. Testet die Differentialsperren nur auf losem Untergrund, im Geradeauslauf am besten. Und dann könnt ihr das eigentlich ganz einfach kontrollieren. Dann sollte eigentlich bei leichter Kurvenfahrt schon das eine Rad fast durchdrehen. Es wird ein bisschen lauter beim Lauf. Und die Lämpchen im Armaturenbrett sollten dann angehen, wenn dann hier die Mechanik bzw. nee, es ist eine Hydraulik, auslöst. Wenn die nicht auslöst, muss man das reparieren. Gibt es Reparatursätze für, würde ich dann auch einfach machen. Bezüglich des Rahmens sollte man dann noch hier diese ganzen Lagerpunkte von der Karosserie kontrollieren am Rahmen, weil die sind auch sehr gerne mal weggerostet, teilweise sogar der ganze Arm. Da gibt es auch Reparatursätze inzwischen, sogar Nachbaureparatursätze, die vernünftig sind. Zu den Motoren kann ich nicht so viel sagen. Er sollte im kalten Zustand gut anspringen, er sollte im warmen Zustand gut anspringen, bei Diesel und bei Benziner. Beides sollte der Fall sein. Wenn nicht, stünde dann hier auch im Balde eine Reparatur an. Also wie gesagt, Kaltstart, Warmstart sollte funktionieren. Leerlauf sollte halbwegs ruhig laufen. Bei den Dieselmotoren ist noch hinzuzufügen, wenn man eine Probefahrt macht, im warmen Zustand darf der Wagen nicht rußen. Das ist ein Saugdiesel. Der darf einfach nicht rußen. Maximalen Turbodiesel. Falls der Diesel stark rußen sollte, gibt es einen Defekt an der Reihen-Einspritzpumpe. Diese überholen zu lassen, fängt bei 200, 300, 400 Euro an, je nachdem, was für einen Anbieter man hat, was für einen Service man bucht und was defekt ist. Natürlich kann man dann die Motoren noch auf Leckagen untersuchen. Beim 240er und beim 300er Diesel kann man eigentlich davon ausgehen, dass die Zylinderkopfdichtung intakt ist, weil wir hier einen Graugusskopf und einen Graugussrumpf haben. Das heißt, hier gibt es eine gleichmäßige Wärmeentwicklung am Kopf und am Rumpf. Und dadurch gibt es einfach viel weniger Belastungen auf die Zylinderkopfdichtung. Jetzt muss ich schon Licht machen. Hier an der Vorderachse haben wir natürlich dann noch diese schönen Kugelgelenke. Und diese müssen mit einem leicht glänzenden Fettfilm eingefettet sein. Wenn die trocken sind, dann gibt es da einen Defekt bzw. in Zukunft einen Defekt, weil das Fett in den Kugelgelenken fehlt. Und das hat zur Folge, dass es da einen Trockenlauf gibt und wenn Metall auf Metall reibt, muss ich euch nicht erklären, was dann passiert. Und des Weiteren kann man dann noch kontrollieren, ob an der Unterseite der Kugelgelenke so eine schwarze Brühe rausläuft. Dann gibt es da eine Leckage zum Öl hin. Und wenn da nur schwarzes Fett vorhanden ist, was nach außen gedrückt wird, das ist in Ordnung. Das ist ja in Ordnung. Ja, abschließend fallen mir dann nur noch ein paar Sachen ein. Und zwar, das Fahrzeug sollte eine Historie haben. Wenn das Fahrzeug keine Historie hat, dann kann man schon mal misstrauisch werden und von Reparaturen sollten im besten Falle Rechnungen vorhanden sein oder irgendwelche Bilder. Es muss einfach nachvollziehbar sein. Die Kilometer müssen halbwegs nachvollziehbar sein auf dem Tacho. Ah ja, apropos Tacho, der Tacho kann öfters mal defekt sein bzw. der Tageszähler, das ist so eine Gehkrankheit, kann man reparieren lassen, kann man selber reparieren, ist gar nicht mal so schwer, braucht ungefähr 3 Stunden Arbeit und dann ist es auch repariert. Also da würde ich mich jetzt nicht von abschrecken lassen, wenn der Tageszähler nicht funktioniert. Ich hoffe, ich konnte denen unter euch helfen, die sich in Zukunft ein G zulegen wollen und nicht wissen, worauf sie genau achten müssen, die sich jetzt nicht jedes Forum durchlesen wollen, die einfach mal aus erster Hand das sehen und hören wollen. Kleinen Tipp für die W461 Interessenten unter euch habe ich noch. Und zwar, wenn ihr keinen verrosteten Wolf haben wollt, dann holt euch doch einfach einen Puch G von der Schweizer Armee. Die haben in der Regel keine Rostprobleme, wirklich, und da habt ihr viel mehr Spaß. Falls hier noch ein paar G-Spezialisten zuschauen, denen aufgefallen ist, dass ich vielleicht etwas vergessen habe, ich meine, kann halt sein, ich bin jetzt auch nicht der letzte Profi hier, dann bitte schreibt das unten in die Kommentare, was ich vergessen habe. Davon kann einfach nur jeder hier profitieren. Abschließend sei gesagt, zahlt lieber etwas mehr für ein G-Modell als zu wenig, weil wenn ihr wenig zahlt, zahlt ihr nachher drauf. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal, haut rein.